Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda, The Minish Cap. Im letzten Part habe ich meine Kistengeilheit unter Beweis gestellt. Aua! Und wir sind hier immer noch in der brennenden Hölle, kann man das so sagen? Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja. Come on! Zack. Dieses Geräusch ist total ekelhaft. So, jetzt drauflaufen. Rette mich! Fuck. Mann, bin ich scheiße. Ja. Fick dich. So. Mir persönlich fehlt bei Zelda einfach der Knopf, wo man dann einfach drauf losspringen kann. Ne? Fahr! Fahr! Ich will nicht sterben. So. Zack. Ah, wer hätte gedacht? Zack. Zack. So. Und los. Boah. Der will mich doch verarschen, ey. So. Einfach aus Vorsicht. So. Ah. Okay. Ein nach dem anderen. Bam. Das ist scheiße. Bam. Das ist scheiße. So. Ah, ich werde sterben. Ich werde so elendig verbrennen jetzt nicht mehr. Boah. So. Geh mir hier hoch. Ja. Da runter. Komm schon, geh da runter. So. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einmal lang. Oh ja. Aua. Ja. Oh ja. Habt ihr das gesehen? Boah. Wer ist hier das geskillte People, ja? Hä? Ah. Was? Ich hab nichts gesagt. Ja, was ist da bei dir? So. Das ist auch ganz intelligent gemacht. Hui! Juhu! So. Ich frag mich ja, warum Esseldingens meine Mütze so elastisch ist. So dehnbar. Ja, weil er schon zigtausend Jahre alt ist, gell? Er hat so schön so ledrige Haut, ja? Das ist so dehnbar wie Gummi. Eklig. So. Immer den Steinen nach. Ich brenne mir meinen Rock an. Scheiße! So. So weit kommen wir noch rein. Dass ich mir meinen Rock anbrenne. So, komm hier. Ich will die Kiste haben. Jawohl. Okay. So. Jetzt aber richtig. Da komm ich nicht hoch, das war mir klar. So, jetzt komm ich doch. Cool. So. Und jetzt. Jetzt ist aber richtig. Ich fühle mich wie. Wie heißt der? Sebastian Vettel. Ich bin so richtig der Rennfahrer. Ich bin so richtig turbomäßig schnell. Da noch eine Kiste. Yeah! Ich nehme alles mit. Egal. So, jetzt komme ich hier nochmal hoch. Ist das Leben nicht schön? Und aufpassen auf die Stachel. Und da hoch. Und jetzt kriegen wir... Dadadada, große Schlüssel. Jetzt gehen wir hier kurz rauf. Zack. 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 Ha, kein Ding. Quatsch. Jetzt warten wir kurz. Und ich sag mal, wir holen uns das Gratis-Element ab. Und den sieht ein Herzcontainer. Oh yeah, dance it! Woohoo! Okay. Yeah, shake your ass! Lukas Link, shake your ass! Ach, scheiße. Ach, da muss ich runterfallen, ne? Das ist ja... Nein! Ach, ich hab eine. Nein! Fick mich, nein! Kacke. Okay, aber Bomben wären nett. Das wäre richtig nice. Verdammt, Schlampe, du bist keine Bombe. Also, Bombe... Ja, leck mich doch. So, jetzt hier nochmal. Zack! Ich habe das Gefühl, ich brauche keine Bombe. Ich habe das Gefühl, ich brauche nur meinen Stab. Also mein Wechselstab. Und mein Schwert. Ja, du mich auch. Das ist aber wie ein anderes voll, ey. Bam. Also bei dem Boss ist es ganz einfach. So. Man muss den Panzer auf dem Rücken, den muss man einfach mit dem Wechselstab umdrehen, dann schlägt er sich selber
Er sieht ja die empfindliche Stelle auf seinem Rücken. Au! So. Da seht ihr ganz einfach. Und dann muss man da rauf, geht man auf ihn rauf, schlägt ihn. Was ist nun los? Ah! Fick dich! So, so, so. Das macht man so dreimal oder viermal. Dann muss man den fallenden Stein hier ausweichen. Und der Lava natürlich. Und dem Feuer, das er hier liegt. Ja, das Arsch ist so ein kleiner Feuerteufel. Au! Das funktioniert natürlich nicht. Das aber. Wunderbar. So. Friss das! Okay, schnell hier das Feuer ausmachen. Wenigstens an der Seite, weil, wenn man anfängt zu brennen, ist man... Au! Fotze! So. Ist ganz einfach eigentlich. Und trotzdem kann man es hinkriegen zu failen. Das ist hart, dieses Feuer. Das ist echt hart, finde ich jetzt. Ja, du mich auch. So! Aber ich glaube, weil ich den zweiten, beim zweiten Versuch den voll verkackt habe. Den Boss. Aber das war's für den Feuerteppel. Fuck yeah. So, ich hab den Erdkern eingefroren. Jetzt wird die Erde sich aufhören zu drehen, wenn wir an alle krepieren. Schade. Da-da-da-da. Ja, spul das vor. Ich weiß, dass ich das Element habe. Flamme überladen. Das war mir die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Toll, eine Fackel. Da-da-da-da. Sieht der Erzcontainer, Bitches? So. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein alter... Ja, mal kleiner alter Wettester. Das ist logisch. Mein alter Wettester fängt Feuer. Gehen wir nur zurück zum Melter. So, kurze Kletteraktion und natürlich klein machen. Zack! Hallo, grüß Gott! Ach, grün, ich stehe auf grün. Oh, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an. Das ist das neue weiße Schwert. Für mich sieht es grün aus, aber okay. Yay! Weiße Schwerter halten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert zu übertragen, an der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Menschen. Der Eingang soll im Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür zur Mine führt gehst. Du schaffst das. Wow. Ich meine, er kennt mich nicht mal, aber setzt so große Stück auf mich. Ich glaube, er hat einfach nur Angst vor seinem verdammten Arsch, weil er weiß, wenn ich es nicht schaffe, schafft es keiner. Weil ich bin ja nur ein kleiner, nicht mal 10 Jahre alter Junge. Ich bin ja nicht mal Pokémon hier. Aber trotzdem. So. Lalala. Aber irgendwie unnötig, dass ich den noch groß Farbe... Verdammt, was mache ich denn da? So. Dass sie dem weißen Schwert noch groß Farbe verpasst haben. Aus dem einfachen Grund. Man hat jetzt zwei Elemente. Dann wird's... Erstens, durch das Erdelement wird's eigentlich... Sag ich jetzt einfach. Eigentlich lila. Und dann auch durch Feuerelement wird's... Ich wollte gerade sagen, schwarz, ja klar. Ich meine, ich brenne es ja auch an, ne? Das ist das Problem. Aber nein, dann wird's rot. Also das hätten sie ja nicht sparen können, finde ich jetzt. Aber, mein Gott, soll ich euch jemand anders drüber aufregen. Aber warte, vorher gehe ich nochmal kurz zu diesem Onkel. Ich will unbedingt mein Fragment. Ja. Also, ich habe kein rotes Fragment, natürlich nicht. Natürlich nicht. Richtig doch. Dann ist er unter, komme ich nicht vorbei. Lalalalalala. So. Dann gehen wir mal dahin. Nördliche Ebene von Hyrule. Und wer trifft mich jetzt? Nee, doch nicht. Fatih ist noch gar nicht dabei. Okay.
So, jetzt aber. Da, 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 da. Ob wir hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Wieso? Ich meine, ich bin grüner Knecht, du bist eine grüne Mütze, die spricht und einen Schnabel hat und ja. Ich weiß gar nicht, ich muss doch hier irgendwie hin, ne? Da geht's zum König oder muss ich einmal runter? So. Soll hier irgendwo verborgen sein? Da. Bingo. Ah, Tobias, ist das nicht das Tor der Heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein. Steck ihn rein. Was? Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Fuck yeah. Jetzt stecke ich es rein. Oh, das ist geil. Piu, 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 Laserstrahlen. Piu, 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 piu. Lila, rot, sag ich doch. Fuck yeah. Grafisch voll verschoben, wenn man so drauf achtet, aber egal. Das Schwert hat... Ne, gar nicht. Das Schwert hat nur die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Hm? Boom. Jetzt komm ich hier gelabert. So, so. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da? Steht da? Steht da? Ja, da steht da. Ach so. Es geht wohl um diesen leuchtenden Tafeln da. Wenn du dort das Schwert lang genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Tobias, probier's aus. Los, du Knecht. Mach meine Arbeit für dich. Hier seht ihr aufladen und bling. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt, dass ich auf das weißen Schwert ist. Aber es ist rot. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Und je nach Anzahl der Elemente, die ich habe, kann ich das erhöhen? Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich zwei Elemente, das heißt, ich kann zwei sein. Ja. Zack. Mit dem dritten kann ich dann zwei Spiegelbär. Obwohl das irgendwie keinen Sinn ergibt, ne? Weil ich habe nachher vier Elemente, warum kann ich nicht vier Spiegelbär? Was mache ich mir eigentlich ins Kopf jetzt drum? Das ist total Wurst. So. Guck mal, hätte ich gleich diesen Weg genommen, dann hätte ich mir den ganzen Scheiß erspart. So, gute Frage, wo geht's jetzt lang? Das ist die London Farm. Und das ist Wasserelement. Ah, jetzt kommt das. Na sowas. Welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Kann es sein? Du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche des desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt ein einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Vati! Wow! Ole! ich glaube, heute gibt's Schnitzel zum Abendbrot. Kein Ding. Was führt Vati nur diesmal wieder im Schilde? Tobias, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Und mehr erfahren wir im nächsten Part von The Legend of Zelda, das ist Minish Cap. Bis dann, ciao.